So, jetzt habe ich gerade in der Zwischenzeit diesen köstlichen Wels mit dem Selleriepüree gekostet und jetzt ist die Marianne Jäger da, unsere Stellingsbekämpferin. Passt, ja. Und wenn ich da runterschaue, ist das natürlich jetzt ein bisschen Kontrast. Ne? Wobei man könnte sie auch rösten und essen, nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Im Orient bzw. Ja. In Asien macht man das, ja. Ne? Ja, frittieren oder also karamellisieren. Also Küchenschaben am Spieß und für dich ist das ganz total, normal. Ne? Ja, soll eine Delikatesse sein. Also ich glaube, für uns ist nicht jedermanns Sache. Nein, habe es auch noch nicht ausprobiert. Ja. La Cucaracha gibt es das berühmte Lied oder Küchenschabe, Kakerlake ist es bei uns bekannt. Es ist an sich ein nützliches Insekt ursprünglich, ne? Na, ursprünglich schon, weil sie helfen, Bakterien und Erreger flächendeckend zu verbreiten. Mhm. Und die Natur ist da schon wichtig zum Verwesen, also damit so der Abbauprozess stattfindet. In der Küche oder im Haushalt ist es halt nicht so lustig. Also da sieht man, dass wir Menschen auf der Erde zu Gast sind, weil sozusagen da kommen wir denen in die Quere. Ne? Ich habe dreierlei Sorten mitgebracht. Einmal die deutsche Küchenschabe. Mhm. Die sind die bei uns am gängigsten. Übrigens, man sieht da rechts oben, eine hat auch noch ein Eipaket drauf, also wo sie ihre Jungen kriegen. Wo gerade die andere drüber geklettert genau. ist. Genau, ja, sehr Eipaket, schön. Das heißt, wie ein Rucksack hat die so... Also hinten drauf, genau, wo die Jungen also, sich entwickeln und in so einem kleinen Eipaket können bis zu 40 Jungtiere drinnen sein. Mhm. Also die entwickeln sich dann schon sehr flott. Gibt es immer die Quizfrage, wenn man eine Küchenschabe, so ein Weibchen also einsperrt und lang genug füttert, ein Jahr, wie viel hat man dann am Schluss? Eine knappe Million, das ist die Antwort drauf. So, die zweite Küchenschabenart, die ich mitgebracht habe, die es bei uns auch relativ häufig gibt, das ist die orientalische Küchenschabe. Mhm, weil sie von dort ursprünglich herkommen, oder? So, vielleicht. Ja. Oder mal, wenn wir ihnen einen Schubs geben, damit man ein bisschen mehr sieht. So, mhm. Ja. Weil sie ursprünglich aus dem Orient kommen, oder? Nein, das ist einfach nur eine Namensgebung. So wie die Deutsche nicht aus Deutschland kommt, kommen die Orientalischen nicht aus dem Orient. Also eine bedauerliche Namensgebung, die ein bisschen irreführt. Mhm. Brauchen sie ein bisschen ruhiger als die deutschen Küchenschaben. Also sieht man eher weiter unten im Keller. Heißt darum auch gern Bäckerschabe. Verstehe. Und die dritte Sorte, das ist die amerikanische. Das sind also jetzt wirklich die schönen großen. Mhm. Die sieht man bei uns eigentlich eher nur in Gewächshäusern oder Heizhäusern. Mhm. Ist also eher selten, aber dafür ist sie auch die größte. Also Marienkäfer sind sie keine. Voll natürlich unfair, weil nur die Marienkäfer herzig ausschauen. Mögen wir diesen halt auch eigentlich ursprünglich nützliche Insekten. Warum sind die für uns so gefährlich? Weil die Bakterien übertragen. Weil sie Bakterien übertragen. Und zwar, sie machen das listig, wir werden uns da jetzt eine rausnehmen, so wo ein paar Jungtiere drinnen sind. Da sieht man das sehr schön. Diese Fleckerln in der Mitte ist einerseits der Kot, den sie abgeben. Andererseits, wenn sie fressen, erbrechen sie einen Teil des Mageninhalts und die anderen fressen auch davon. Also und mit diesem System, also immer fressen, erbrechen, die anderen machen das auch, kann man Bakterien oder Erreger, die in einer Küche oder in einem Haushalt vorkommen, sehr schnell natürlich verbreiten, wenn Küchenschaben mitspielen. Verstehe. Und das macht sie eigentlich so gefährlich. Sie sind also der Überträger zum Beispiel der Salmonellen, Würmer. Wenn man jetzt wirklich solche findet in der Küche, was macht man? Es gibt, also wenn man nur wenige findet, es gibt ein paar wichtige Maßnahmen. Das eine ist sauber halten. Putzen, sauber halten. Je weniger sie fressen, desto weniger schnell können sie sich entwickeln. Das ist mal die Basis. Das zweite ist, man kann schauen, wenn es nur vereinzelte sind, die man vielleicht aus dem Urlaub mitgebracht hat. Gerade jetzt im Süden, wenn man im sonnigen Süden ist im kalten Winter und man bringt sich die mit dem Koffer oder so mit, kann man versuchen, sie mit Insektiziden, also mit einem Spray, das man aufbringt, selber noch umzubringen. Aber was darüber hinausgeht, beziehungsweise wenn es nicht gut funktioniert, gehören die Küchenschaben eindeutig dem Profi. Ja. Also das geht selber nicht mehr. Also das Küche sauber halten grundsätzlich, die kommen durch den Abfluss ja mal mehr rauf, ne? Ja, aber nicht im, sondern am Abfluss. Am also nicht direkt im Rohr, sondern entlang der Rohre. Und nachdem die Rohre ja in der Mauer nicht so wirklich einbetoniert, so fest sind, können sie entlang der Mauer von Wohnung zu Wohnung huschen. Weil nicht umsonst heißt sie auf Lateinisch Blätter, die flache. Und darum kommen sie überall durch. Wenn man nicht genau weiß, naja, jetzt war ich auf Urlaub und ich weiß nicht genau, was da ist vielleicht was gelaufen, was habe ich da, kann man auch noch ein Monitoring, also eine Falle aufbauen. Die gibt es in verschiedenen Formen. Das sind einfach so Schabenhäuschen, wo eine Klebefläche drinnen ist. Also wie eine Fliegenfalle. Wie eine Fliegenfalle und diese Punkte in der Mitte sind der Lockstoff. Da klettern sie hin und bleiben kleben. Da bleiben sie kleben. Das schaut dann so aus, ne? Genau, und das ist direkt von einer Kunde vor 2-3 Tagen mitgenommen. Das schaut dann so aus. Ja. Also das sind also auch orientalische Küchenschaben, die also in einer wenn man sie vereinzelt eben hat, dann wäre das die Lösung, die Küche keimfrei zu halten. Naja, einfach nur um festzustellen, habe ich überhaupt welche und wenn ja, wie viele. Ja. Für die Profis, für die Küchen und für die Restaurants gibt es das dann natürlich auch in einer Plastikvariante. Ja, Marianne, vielen Dank. Ja. Soll ich welche da lassen zum Essen? Nein, danke, ganz lieb. An sich ist sehr faszinierend zum Zuschauen, aber ich muss es nicht unbedingt haben, ist keine Frage. Ne? War mein Vergnügen. Danke fürs heutige Thema. Wir schauen nämlich jetzt wieder in den Wald und schauen uns die Töne unserer heimischen Wälder an.